Auf der anderen Seite hatte ich dann im Alten Volksbad dieses Jahr zwei Rauminstallationen gehabt. Das Alte Volksbad ist nur so kleine Badewanne, wo die Leute da in diese Geschichten da reingehen. Mhm. Und die eine Installation war eine Geschichte, das waren zwei Fernsehgeräte und zwei Kameras. Mhm. Und man ist in den Raum reingegangen und konnte sich in einem Fernsehgerät sehen. Allerdings nur von hinten. Mhm. Also das war immer gegeneinander gekoppelt. Und man hat sich umgedreht, hat sich wieder in einem Fernsehgerät gesehen, aber auch wieder nur von hinten. Ah, ja. Also der eigenen Person war es eigentlich verwehrt, sich selbst ins Gesicht zu sehen. Ah. Man hat sich immer nur von hinten gesehen. Ich glaube, das habe ich gesehen. Letztes Jahr, ne? Das war im Frühjahr, oder? Im Juni. Ja, das war dieses Jahr. Das weiß ich nicht. Man weiß es doch nicht. Und die andere Geschichte war, da habe ich einfach im Fernsehen im Badewanne gelegt. Habe mich selber gefilmt und wirklich so komplett nur mein Gesicht und habe dann einfach nur gefragt, ob die Person, die reinkommt, ob sie gefährlich ist. Aha. Bist du gefährlich? Aha. Ich habe immer nur gefragt. Das war dann so ein endloser Loop. Aha. Und immer dasselbe, bist du gefährlich? Nur bist du gefährlich. Ja. Das ist nur die Frage gestellt. Aha. Und ich fand das so eine schöne Reaktion darauf. Cool. Also was mich jetzt so verblüfft, also auch so im Gespräch, dass du voller Ideen steckst. Ne? Ja, also ich kann nicht alles abarbeiten. Ideen. Nee, man muss sich natürlich dann irgendwie beschränken auch. Also was heißt beschränken? Man muss sich nicht beschränken, aber so, man muss sich fokussieren, weil wenn man wirklich alles zulassen würde, was einem im Kopf durchgeht, ich glaube, da wird nicht viel rauskommen. Dann. Ja, vor allem, du arbeitest ja auch noch, ne? Also, ja. Und hast da ja auch genügend Eindrücke. Also ich denke jetzt mal gerade an King Kong oder die Sachen, die du arbeitest ja viel für andere Künstler. Ja, ja. Das finde ich auch wichtig, weil das auch so eine interaktive Geschichte ist. Mhm. Man wird ja auch von anderen Künstlern beeinflusst. Mhm. Und also das finde ich ganz spannend. Und sehen die auch deine Sachen? Zum Teil, ja. Mhm. Also man redet über meine Sachen. Und man sieht ja auch immer wieder, der eine Künstler hat diese eine Intention, wo du sagst, darauf wäre ich jetzt überhaupt noch nicht gekommen. Und zu der gleichen Geschichte, ein anderer Künstler oder ein anderer Mensch hat wieder was ganz anderes zu sagen, sieht was ganz anderes. Mhm. Ja. Und natürlich ist es so, dass es für mich schon wichtig ist, das zu hören. Aber das zeigt mir natürlich auch, dass es nicht wichtig ist, den Menschen zu sagen, was ich will. Ja, verstehe. Genau. Und jetzt für dein Gefühl, wenn du jetzt nicht so viel arbeiten müsstest, wäre das gut? Oder wenn du jetzt zum Beispiel ein fettes Stipendium bekämst, würdest du dann nur noch Kunst machen? Ja, also es ist so, ich gehe ins Atelier und sehe das als meine Arbeit. Mhm. Und arbeite ganz normal, wie wenn jemand in seinen Job geht. Mhm. Und dann würde ich mehr wie 8 Stunden am Tag machen. Und würdest du mehr reisen, dir andere Kunst angucken oder eher nicht? Doch schon, auf jeden Fall. Weil ich hab jetzt auch schon mit vielen Künstlern gesprochen, die sagen, nee, sie können jetzt gar nichts anderes sehen und aufnehmen. Sie müssen jetzt gerade arbeiten. Man muss sich dann auch wieder fokussieren. Ja. Sobald man ein Projekt hat oder irgendwas, und da muss man einfach arbeiten. Mhm. Aber trotz allem finde ich, man muss offen durch die Landschaft gehen und